habe die Sportwissenschaft als meine Lebenselixier gesehen. Und dort stand ich eben am 3. Dezember 1990 auf einer der Klippe in Mexiko im Dschungel. Und als ich mich fertig zum Sprung gemacht habe, da hatte ich zwei Stimmen im Kopf. Also eine sagte, spring nicht, lass das, was soll das? Und eine andere sagte natürlich, spring, komm, überwinde deine Angst. Das waren wie so zwei Stimmen. Und später habe ich herausgefunden, das eine war Intuition, das andere war Angst. Und die Frage hat mich lange beschäftigt und beschäftigt viele, wahrscheinlich auch jetzt die Zuschauer hier. Was ist das für eine Stimme in mir? Ist das die Intuition, der sollte ich folgen, die gibt mir tolle Ideen für die Zukunft? Oder ist es die Angst, die mich klein halten will, die ich überwinden sollte? Es ist wirklich eine Lebensaufgabe, die zwei zu unterscheiden. Ich habe den Sprung gewagt und beim Aufkommen auf dem Wasser hatte ich schon gemerkt, es war anders wie sonst. Und dann kam der Moment, wo mir klar wurde, du stirbst jetzt. Da gibt es diesen Moment, dass ich einfach Verantwortung für die jetzige Situation übernehme. Und das Schwierige ist, wenn sie uns nicht gefällt, die Situation, dann wollen wir einen Schuldigen suchen. Und der Moment, der mir klar wurde, dein Denken, deine Handlung hat dich hierher gebracht. Und deine Denken und deine Handlung können dich hier rausbringen. Dieser Moment hat mir Energie gegeben. Also es gibt diesen Moment von zu viel und zu wenig Verantwortung. Und als mir der klar wurde, da begann diese mentale Wiederaufladung. Konzentriere dich auf das, was da ist und mach daraus mehr. Ein anderer hat vielleicht reichere Eltern oder sieht besser aus oder ist klüger oder hat Talente für Sprachen oder und. Und dann denken wir immer, ja, weil ich das nicht habe, kann ich das nicht. Und man kann es darin sehen, Menschen, die sich beschweren, also über irgendwas, die sind außerhalb von sich. Die sind mit irgendwas beschäftigt, was sie nicht beeinflussen können. Man muss unterscheiden zwischen dem Interessenbereich und dem Einflussbereich. Interessiere ich mich für Angela Merkel, aber wie viel Energie gebe ich in den Interessenbereich? Also Fußballnationalmannschaft, kann ich ja drüber reden, Donald Trump, ja. Aber wie viel Energie geht dorthin und verpulvert? Oder bin ich in meinem Einflussbereich, wo ich wirklich einen Unterschied machen kann? Es ist ein immaterielles Statussymbol, souverän zu sein, alles im Griff zu haben. Deswegen tut jeder, ey, alles im Griff. Ey, Alter, cool, habe ich im Griff. Stimmt nicht. Jeder hat die Hosen voll. Ich habe jetzt die Ehre, mit wirklich sehr hochstehenden Persönlichkeiten zu sprechen. Auch die haben die Hose voll auf einer anderen Ebene. Und wenn ich das einfach mal weiß, dass alle so tun, aber im Grunde genommen sich auch unsicher sind, dann bin ich erstmal gar nicht mehr so alleine. Das ist schon mal wichtig zu wissen. Und dann muss ich wirklich diesen Mut haben, dazu zu stehen. Ich habe Angst, ich bin unsicher und ich mache es trotzdem.